Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum zweiten Teil von Richtig Verfließen. Und gleich zu Anfang fangen wir an mit einem Highlight. Hier für Sie, Miss Do-It-Yourself, Maribel Gonçalves. Hallo. Hallo, Thomas. Maribel, wie wird man eigentlich Miss Do-It-Yourself oder Miss DIY? Man wird Miss Do-It-Yourself, indem man sich in einem Heimwerkerwettbewerb von der DIY Academy in Köln gegen 5 andere Frauen durchsetzt. Yes! Mhm. Und dann bist du wahrscheinlich genau die Richtige für uns, die uns jetzt zeigt, wie wir die Fliesen an die Wand kriegen. Na klar. Wir werden natürlich unterstützt von Herrn Raschke, unserem Fachmann. Sie schauen genau, was wir alles richtig machen. So, Herr Raschke, wenn wir die Fliesen mit dem Kleber an die Wand bringen, ist wahrscheinlich ganz wichtig, wie wir diesen Kleber anmischen. Was gibt es da zu beachten? Ja, richtig, Herr Müller. Wichtig ist die Konsistenz des Klebers. Und die ergibt sich aus dem Mischungsverhältnis zwischen dem Wasser und dem Pulver, was man einstreut. So, dann übernehmen wir beide jetzt mal den praktischen Teil. Bitte erst das Wasser ins Gefäß füllen. So, und dann das Pulver drauf. Flexkleber extra. So. Ich schütte das jetzt mal hier rein. Ja. Sehen wir eine sehr geringe Staubentwicklung. Ja, das sind ungefähr 90% weniger als bei anderen Fliesenklebern. Und jetzt richtig rein damit. So, wir haben das natürlich schon einmal hier unten vorbereitet. Wie lange müsste man das jetzt hier durchmischen? Man muss so ungefähr 3 Minuten das Ganze ordentlich durchquirlen, auch durch den ganzen Eimer gehen, dass man am Ende so eine Konsistenz erreicht, die so ähnlich ist wie Quark. Und dann lässt man das Ganze reifen, habe ich mir sagen lassen. Genau, dann muss das Ganze 5 Minuten reifen und dann wird es nochmal ordentlich durchgemischt. Maribel, du hast schon das Werkzeug in der Hand. Was brauchen wir noch? Genau, im Moment brauchen wir eine Kelle und eine Zahnkelle. Und später werden wir dann noch einen Fliesenschneider benötigen. Okay, dann stelle ich dir das hier hin. Mhm. Ja, sehr gute Konsistenz. Mhm. Mhm. So, Herr Raschke, das sieht doch ganz gut aus, wie sie das macht. Ja, das sieht schon sehr ordentlich aus. Sie arbeitet in Etappen, also nimmt immer so kleine Flächenabschnitte, wo sie das Material anträgt. Muss nur darauf achten, dass es schön gleichmäßig aufgebracht ist und man sich nicht seine Linien zuzieht. Weil die braucht man ja später noch, um zu sehen, wo man seine Platten anbringen will. Okay. So, sie kämmt jetzt quasi durch. Ja. Warum macht sie das? Damit sich das Material hinter den Platten ordentlich verteilt beim Anbringen. Sie hat jetzt eine 6er Zahnung gewählt, ist genau richtig für die 15er 15er Platte. Bei größeren Platten muss man natürlich eine größere Zahnung nehmen. Okay, so, dann ist es jetzt soweit, dann brauchst du von mir Fliesen. Genau, und zwar die erste Fliese, die setzen wir hier an dem angezeichneten Kreuz an. Und achten dabei auf die Fugenhöhe, die wird leicht angedrückt und an die Position geschoben, wo wir sie haben möchten. So. Die zweite Fliese setzen wir an der ersten an und schieben sie leicht davon weg mit leichtem Druck. Warum machst du das? Damit wir später den Fliesenkleber nicht in der Fuge haben. Das heißt, ich spare mir den Schritt, das sauber machen zu müssen. Das Wegziehen zieht quasi dann den Kleber raus genau. aus der Fuge. Genau. Ja. Hast du Fugenkreuze, Thomas? Ja, wie zufällig. Wusstest du, dass es verschiedene Arten gibt, Fugenkreuze anzubringen? Man kann die also einmal so senkrecht anbringen. Oder aber man kann sie auch hier unten flach quasi zwischen die Fliesen reindrücken. Was sagt unser Fachmann dazu? Was ist besser? Man kann beide Arbeitsmethoden anwenden. Praktischer und einfacher ist es, die senkrecht reinzusetzen, weil man muss sie ja später wieder rausnehmen. Also ich habe tatsächlich gehört, dass diese flach reingedrückten manchmal auch drin gelassen werden. Ist das schlau? Ich würde es nicht machen, weil das kann später dann zu Verfärbungen und Farbunterschieden in den Fliesenecken führen. Dieser Flexkleber extra, wie schnell muss ich den jetzt verarbeiten? Dieser Kleber hat eine Offenzeit von 3 Stunden. Das heißt, ich kann ihn innerhalb von 3 Stunden verarbeiten. Gibt es einen Unterschied zum Flexkleber schnell? Der Flexkleber schnell hat eine etwas kürzere Offenzeit, ist aber dann schon nach 3 Stunden begehbar und auch verfugbar. Okay. So, und in diese Ecke, Thomas, kommen wir mit einer ganzen Fliese nicht mehr hin. Das heißt, wir brauchen jetzt den Fliesenschneider, um eine Fliese zuzuschneiden. Und zwar wird die Fliese nicht angezeichnet, sondern wir haben das Maß, das wir brauchen, hier schon voreingestellt.
Und jetzt wird mit diesem Schneideteil hier ganz leicht und mit Gefühl die Oberflächenglasur der Fliese geschwächt und dann mit Gefühl gebrochen. Möchtest du die mal anbringen? Oh ja. Einfach den Schneideteil, der muss zur Wand. Okay. Also. Und darauf achten, wenn Kleberreste oben auf die Glasur kommen sollten, immer einen Schwamm in der Nähe halten, dass man mal sauber machen kann. Mhm. Wunderbar. So, ich bringe noch die Fliesenkreuze an. Ja, Maribel, ich habe gesehen, so hinter dir hast du schon so zwei Löcher ausgesägt für die Steckdosen. Wie hast du das gemacht? Mhm. Und zwar habe ich hierfür eine sogenannte Lochsäge verwendet. Das sieht so aus. Das benutzt man in der Bohrmaschine. Das wird also vorne in die Bohrmaschine eingespannt. Mhm. Gibt es da was speziell zu beachten, Herr Raschke? In der Regel werden diese Löcher vor dem Ankleben in die Fliesen eingebohrt. Dazu benutzt man eine spezielle Zentrierhilfe, wie zum Beispiel einen Bohrständer, damit einem die Platten nicht verrutschen. Okay, dann können wir also jetzt quasi anfangen zu verfugen. Können wir machen. Jo. Diese Wand ist jetzt fertig, durchgetrocknet. Maribel, eine Frage. Wie lange hat denn die Wand jetzt getrocknet? Mhm. Also wir hatten hier den Flexkleber extra drauf und es hat jetzt circa einen Tag durchgetrocknet. Okay. Also diese Zeiten sollte man auch einhalten. Wenn man zu früh verfugt, besteht die Gefahr, dass dann Farbunterschiede vorne in der Fuge auftauchen. Okay. Sie haben jetzt schon hier die fertige Fugenmasse uns gebracht. Ich zeige es einmal in die Kamera. Ne, so sieht das aus. Gibt es irgendwas zu beachten? Ist das ähnlich wie mit dem Kleber beim Anmischen? Das Anmischen ist genau ähnlich wie beim Flexkleber. Das heißt, man muss auf die Zusammensetzung achten. Wichtig ist, dass man eine Konsistenz erhält, die sehr sämig ist. Wenn man sich so an die Gebrauchsanweisung hält von dem Material, kann da eigentlich nichts schief gehen. So, das Material wird dann diagonal in die Fuge eingebracht und schön gleichmäßig Stück für Stück in die Fuge eingezogen. Ja, also ich sehe gerade, man muss ja danach wahrscheinlich dann die Oberfläche wieder reinigen von der Restmasse. Ja. Das kann man aber nicht sofort machen. Nee, da muss man eine Weile warten, bis es angehärtet ist. Okay, liebe Zuschauer, Maribel macht die Wand noch schnell für uns fertig und dann warten wir. So, genug gewartet. Herr Raschke, mir ist aufgefallen, jetzt ist schon viel heller geworden, die Masse. Ja, wir prüfen das so mit dem Fingertest, ob die Fuge schon ausreichend angehärtet ist. Man sieht auf der Platte, dass das Ganze schon heller ist. Das heißt schon wesentlich trockener. Wir können jetzt anfangen, das Ganze abzuwaschen. Das heißt, dafür nimmt man sich einen feuchten Schwamm. Oder ein Schwammbrett. Genau, oder ein Schwammbrett. Und wischt die Oberfläche mit leicht kreisenden Bewegungen ab. Mit dem Schwammbrett geht das natürlich viel schneller. Und in diesem Arbeitsgang glättet man die Fuge und verdichtet gleichzeitig auch die Oberfläche der Fuge. Okay, dann fehlt ja nur noch hier diese Innenfuge. Diese Fuge wird nicht mit Fugenmasse ausgefüllt, sondern die wird dauerelastisch ausgespritzt. Also mit Silikon? Genau, Herr Müller. Liebe Zuschauer, dafür haben wir einen Einspieler vorbereitet, in dem uns Herr Raschke genau zeigt, wie man Silikone verarbeitet. Wo genau schneide ich denn jetzt meine Spitze ab? Ich gucke natürlich als erstes, wie breit meine Fuge werden soll. Und dementsprechend schneide ich dann die Einspritztülle ab. Super. So, möglichst schräg, dass ich einen schönen Einspritzwinkel habe. Sie können auch schon loslegen, weil ich habe die Hinterfüllschnur ja schon angebracht. Ja, die Hinterfüllschnur ist sehr wichtig. Sie verhindert, dass zu viel Material nach hinten eindringt. Und ich kann halt eine ordentliche Zwei-Flanken-Verbindung herstellen. Ja. So, ich muss natürlich ordentlich eindrücken. Ja, wir machen schon was sehr gut. Und bei dieser Zwei-Flanken-Verbindung kann der Silikon natürlich seine optimale Wirkungskraft entfalten. Seine optimale Dehnungsfähigkeit. Jetzt der Moment, wo wir dann mit der klassischen Fingerspüli-Methode einfach mal glatt ziehen. Das würde zu unsauberen Rändern führen. Also es gibt eine wesentlich elegantere Lösung mit einer Tensidlösung und einem entsprechenden Abzieher. Die Tensidlösung ist dann die Seifenlauge. Ja, das dient dann als Trennmittel, wird dann so aufgesprüht. Mhm. So. Und dann wird es mit diesem Abzieher von unten nach oben schön gleichmäßig abgezogen. Und ich habe eine saubere Silikonfuge.
Ja, liebe Zuschauer, das war ein kleiner Ausschnitt aus unserem Dach- und Fachfilm Silikone, alle Fugen dicht. Ja, Maribel, vielen Dank für deine Unterstützung. Sehr gerne. Ich habe natürlich etwas vorbereitet. La, 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 la. Oh, vielen Dank. Oh. Ja, Herr Raschke. Ja, ich habe natürlich auch was vorbereitet. Einen kleinen Präsentkorb für Ihre Küchenrenovierung. Woher wussten Sie das, Herr Raschke? Danke. Ja, der eine steht eben für das Schöne und andere mehr für das Praktische. Nur eine Frau kann beides sein, Maribel. Ja, ja, danke. Ja, ich hoffe, wir sehen uns zum dritten Teil zum Thema richtig verfliesen wieder. Da befassen wir uns dann mit besonderen Fliesenarten und wie man die verlegt. Bis dann.